Mineralienfreunde, ich darf euch begrüßen hier wieder im Kanal Matrix Minerals TV, sehr verehrte Sammlerkolleginnen, Kollegen. Ich habe für euch vorbereitet eine schöne Auswahl mit richtig guten, exklusiven Vanadinit-Stufen aus Marokko. Und das sind so richtig hochkarätige Teile. Also ich habe extra hier auf den Tisch jetzt aufgebaut nur die besten. Ich habe noch eine größere Auswahl an, ja, ich sage mal, kleineren Handstücken, auch in sehr guter Qualität. Und das sind aber jetzt definitiv die besten. Und ein Stück ist dabei. Das ist hier Cerussit mit Baryt und Galinit. Stammt ja auch aus dem Gebiet Miebladen. Also das ist ja im Prinzip ein Gebiet, wo auch diese Cerussit rauskommen. Da gibt es auch noch ein paar kleinere Stücke. Aber da kommt dann später nochmal ein Video mit den kleineren Stufen. Jetzt im Moment will ich euch mal diese richtig hochkarätigen Teile zeigen. Und der Vanadinit ist ja bekanntlicherweise, den gibt es ja immer wieder mal bei den Marokkanern. Und wie die gerade aufgelegt sind und keine Ahnung, wie gerade die Geschäfte laufen bei denen, sind sie verhandlungsbereit oder auch nicht. Meistens eben ganz schwierig mit denen zu verhandeln. Aber ich war ja einige Tage in St. Marie und da habe ich jeden Tag ein bisschen irgendwo rumgehandelt und somit konnte ich einige richtig gute, hübsche Vanadinit-Stufen ergattern. Und das ist alles, ja, ich sag mal so, sehr, sehr hochkarätig. Also richtig, richtig gute Stücke, muss man einfach so sagen, weil ich sehe ja das Zeug, was dort liegt, ich sehe ja, was sie verlangen und ihr habt es ja auch schon gesehen auf den Messen. Ihr wisst ja selber, was die Marokkaner da so für Preisvorstellungen haben teilweise. Und ja, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ich zeige euch jetzt mal die, die ich habe. Und das sind also diese Stücke, wie zum Beispiel dieses hübsche Stück hier. Auffällig ist einfach der Glanz und die Farbe, weil die Farbe ist richtig gut. Der Glanz ist perfekt mit schönen Vanadinit-Kristallen hier drauf. Also richtig gut. Die Matrix ist natürlich immer der Baryt. Das ist immer das Gleiche. Also richtig hochkarätig das Teil hier. Das ist das Kleinste von den allen hier. Matrix, wie gesagt, der Baryt. Da ist unten ein bisschen Baryt dran. Ja, und die Qualität ist also ähnlich. Jedes Stück so auf seine Art und Weise hat ein bisschen so seinen eigenen Charakter. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Qualität ist megamäßig, spitzenmäßig, um das mal so auszudrücken. Selten so gehabt, selten so bekommen. Und richtig gute, schöne, hochglänzende und feuerrote Vanadinit-Kristalle. Also das kann man echt so sagen. Und hier, wie gesagt, in Vergesellschaftung, hier mit dem Baryt, auch den Baryt drauf kristallisiert. Also das ist doch mega hier. Schaut euch die Farbe an und die Qualität, also unglaublich. Also das ist natürlich Zeug, da musste man dann auch schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, wenn man die Dinger einzeln kaufen will, ist man verloren bei den Marokkanern. Da muss man
wirklich sagen, du, pass mal auf, gib mal hier 2, 3 Kisten her und dann sucht man eben aus. Und zwar ja, eine größere Anzahl von Stücken. Rückseite hier auch besetzt mit Vanadit. Also man fängt halt an, man sucht aus, man nimmt die einzelnen Stücke, tut sie alle zusammen und danach kriegt er erstmal große Augen, der Marokkaner, weil man ein bisschen mehr ausgesucht hat und dann geht es halt mit der Handlerei los, ne? Und die wollen ja verkaufen. Und dann geht es wirklich um die Menge einfach. Und dann ist der Preis in der Regel doch schon besser verhandelbar. Also ich sag's mal, wie es ist. Ist ja ganz klar. Ich meine, wie es halt überall so ist. Ein weiteres Stück hier mit Barit und Vanadinit. Ja, beste Qualität. Richtig gute Farbe, perfekt, nichts beschädigt. Muss man schon echt sagen, da muss man schon ein bisschen auch aussuchen, weil viele Stücke, die haben also Beschädigungen und auch hier die Rückseite ein bisschen besetzt noch. Aber hier geht es um die vordere Seite. Man muss einfach wirklich gucken, was man denn so nimmt und aussucht. Und vor allen Dingen, die Auswahl ist ja auch nicht so gut mit den richtig guten Stücken, wie zum Beispiel sowas. Da sucht man schon ein bisschen länger, also das liegt also auch nicht hier stapelweise rum. Da muss man wirklich die einzelnen Kartons durchschauen und wirklich stundenlang da irgendwie rumsuchen. Das ist ein bisschen aufwendig, also das ist... Ist nicht so einfach, einfach auf die Schnelle dahin gehen und sagen, ich will sowas. In der Regel haben sie ja noch irgendwelche Kartons, wo die Sachen drin sind. Da muss man halt wirklich die Zeit haben und die Lust haben und das einfach einmal durchschauen. Schaut euch mal das Ding an hier. Das ist natürlich auch eine Hausnummer hier. Das ist extrem gut hier, das Teil hier. Also megamäßig. Also Leute, was soll ich da groß erzählen? Ihr seht ja selber, das ist alles Material. Da sucht ihr eigentlich lang. Das sind alles ausgesuchte, exklusive Stücke. Eins wie das andere. Mit perfekten Vanadinit-Kristallen. Also, auch die Rückseite hier ist kristallisiert. Moment, gucken wir mal schnell. Hinten ist noch ein bisschen was drauf. Ja, und vor allen Dingen, man muss ein bisschen vorsichtig hantieren, weil der Vanadinit ist nicht unbedingt so super fest. Also auf Deutsch gesagt, das sind ja nur ja, relativ leicht angewachsen an dem Barit. Hier zum Beispiel ein Stück. Mit größeren Vanadinit, das ist ganz interessant, weil da sind die Kristalle mal so richtig groß. Die sind aber dann hier so bräunlich teilweise. Auch wenn man hier so drauf guckt, ist es so bräunlich. Und wenn man auch von der anderen Seite drauf guckt, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann sind die wieder eher so rotbräunlich und glänzend. Und vor allen Dingen große Kristalle und vor allen Dingen unbeschädigte Kristalle. Also das ist, und das hat hier so einen metallischen Glanz, das schaut richtig gut aus. Das schaut hier so bronzefarben aus. Und aber nur, wie gesagt, von der Ansicht hier. Und von der Ansicht eben kommt dann das bräunliche, rötliche durch. Also das ist auch ein sehr, sehr interessantes Teil. Muss man so sagen, das ist schon megamäßig. So. Dann ein weiteres Stück. Ich muss da wirklich ganz vorsichtig hantieren, weil
In dem Fall ist unten nur der Barit, der ist relativ glatt, das heißt, da kann man gar nichts kaputt machen, aber es ist halt oben. Und wenn ihr das mal hier anguckt, was das für eine Qualität ist an Vanadinit-Kristallen hier mit dem Barit vergesellschaftet, also das ist ja, also das ist nicht mehr feierlich. Also ihr wisst ja selber, ich kann mich immer dermaßen faszinieren von solchen Sachen, weil es einfach die Faszination ist. Weil es einfach so dermaßen ästhetisch ist, dass es ja besser gar nicht mehr geht. Also es gibt vielleicht noch größere, das kann schon sein, aber bestimmt keine besseren. Also das ist einfach so. Ich habe mal Stufen gesehen, da hatten die richtig gute, große, rote Kristalle drauf. In der Größe, so wie diese Stufe, ja, da wollten die 5.000 Euro und 4.000 und was weiß ich. So in dem Dreh hatten die welche. Das war mal vor 2-3 Jahren in München. Also da musste ich mich schon fragen, wo da der Wert ist. Also diese Stücke, die sind ja auch nicht verkehrt und kosten wesentlich weniger. Also die sind auch nicht so super billig, muss ja auch sagen. Da muss man schon ein bisschen was hinlegen, auch für solche Stücke. Aber also nicht der Preis, was die da teilweise verlangt haben. Also das ist ja brutal hier. So. Was haben wir denn noch nicht gehabt? Wir haben noch nicht gehabt diese Stufe mit dem Cerussit. Das ist praktisch Cerussit-Kristalle auf Barit, auf Galenit. Und auch die Fundstelle liegt in dem Gebiet Miebladen. Und deswegen habe ich die Stufe da mal mit hergelegt. Und das sind richtig perfekte, schöne, große Cerussit-Kristalle. Also das muss man einfach so sagen. Das ist ein ziemlich großes Schaustück hier. Hammermäßig. Tolle Stufe hier. Jetzt ist natürlich meine Sonne gerade mal wieder hinter der Wolke verschwunden. Das heißt also, wir sind jetzt ungefähr in der Halbzeit. Jetzt machen wir mal kurz einen Cut. Und ich mache dann gleich mit den restlichen Stücken weiter. Bleibt also dran. Ja Leute, es geht weiter hier mit den anderen Stücken noch im Hintergrund. Wie gerade ja schon gesagt, den hat man ja gerade noch aufgenommen, den schönen Cerussit mit dem Barit und Galenit. Und jetzt kommt diese hübsche Platte. Also, schaut euch mal diese Qualität an. Also das ist so mit Abstand mit der beste Vanadinit, den ich habe, denke ich, also meiner Meinung nach. Es ist ein ziemlich großes Stück. Es hat recht ordentliche Kristalle drauf. Ziemlich große Kristalle und unbeschädigt alles rundherum, makellos, völlig makellos. Bei diesem Stück ist es also ganz schwierig, wenn man das verschicken will. Es ist immer ein gewisses Risiko, dass da was abbricht. Weil der Vanadinit ist ja bekanntlicherweise nicht so super stabil, also die Kristalle können da schon abbrechen. Obwohl ich gut verpacke, es ist einfach so. Weil das Teil ist auch ziemlich flach, also ihr seht ja selber, das ist ja so eine dünne Platte, da tue ich mich schwer. Ich kann es zwar richtig gut einpacken, aber ich kann für nichts garantieren. Und das ist ein gewisses Risiko, das fährt einfach immer mit beim Versand. Ja, und wenn es wieder zurückkommt, dann wird das Risiko gleich nochmal erhöht. Also, nee. Ihr könnt ja alles, was ihr bestellt, zurücksenden. Will ich extra nochmal gesagt haben. Ist es nicht so, dass ihr die Katze im Sack kaufen sollt? Ihr seht ja, was ihr haben könnt. Und ihr seht, wie dünn das Ding ist. Also da wäre man recht, wenn das abgeholt werden könnte. Gerade bei dem Stück.
Ne? Und bei dem da schaut es wieder ein bisschen anders aus, weil das einfach ein bisschen eine massivere Stufe ist hier unten mit dementsprechenden Matrix, kann man sagen. Und die Kristalle, die sind ja auch spitzenmäßig hier, die da drauf sind. Also das ist hier mega. Also ich muss mich da schon wundern, wo die und wie die das immer so rausholen. Und vor allen Dingen die Qualität, die sie manchmal haben. Das ist schon bemerkenswert. Also solche Stücke mit solchen Vanadiniten sieht man ja auch nicht unbedingt so häufig. Na? Und das ist ein Stück, wie gesagt, es hat da oben richtig schöne rote Vanadinite drauf. Und insgesamt, es hat da ist ein bisschen ein massives Stück, so mit Matrix. Aber das macht es gerade aus. Also das ist jetzt gerade die Optik. Also jedem gefällt es anders. Der eine will ganz flache Dinge, der andere will wieder eher mit Matrix. Ist halt so. Ne? Also das ist ein tolles Stück hier. Das ist absolut mega hier. Also ich kann das nur so sagen, Leute. Ja, und bei dem Material muss man wirklich gucken, wie nimmt man das Stück, wie hält man das und wie zum Beispiel bei dieser Platte hier. Ja, das ist hier eine Platte, die im Prinzip auch ziemlich dünn ist, seht ihr ja selber. Und dann sitzt hier alles voll mit hochglänzenden, feuerroten Vanadinit-Kristallen. Also besser geht's doch gar nicht, Leute. Es gibt vielleicht noch größer, aber von dieser Art, muss ich sagen, so mit dem Baryt, kann man lange suchen. Da gibt es überhaupt nichts. Die haben immer nur das, was ich gerade gezeigt habe. Eher so Vanadinit-Stufen ohne Baryt. Also auf dem Baryt, aber man sieht den Baryt nicht. Das will ich damit sagen. Und hier sieht man quasi im Hintergrund eben den Baryt, wie er eben schön ausgebildet ist und die glitzernden Vanadinit-Kristalle. Und das ist eher wieder ein bisschen Rarität, weil solche Stücke sieht man auch selten. Ja, und schaut mal die Größe an von dem Stück. Also das ist ja mega hier. Hier am Rand entlang, überall Kristalle. Und da hinten am Rand entlang. Also, ihr seht ja selber, Leute. Top Qualität, top. Muss man einfach so sagen. Ja, also, das ist schon sehr hochkarätig. Also, da braucht man schon eine Sonnenbrille, wenn man das hier so angucken will. Das glitzert ja ohne Ende, dieser Wahnsinn. So, dann haben wir hier noch eine Stufe, die ist auch ein bisschen, ja, eher ein bisschen massiver. Die hat auch die relativ massive Baryt-Matrix, wie zu sehen ist. Und dann sitzt da alles voll mit dem Vanadinit. Und wie schon gesagt, ich habe da ziemlich lange gesucht bei den Marokkanern und habe natürlich die Dinger rausgesucht, die nicht beschädigt sind. Weil der hatte noch schon welche, aber was nützt es, wenn die super Stufe ist, wo in der Mitte alles angetellert ist? Und das habe ich nicht genommen. Alles, was ihr hier seht, ist makellos, Leute. Makellos, unbeschädigt. Ich kann das nur so sagen, weil es so ist. Weil ich habe so lange das Zeug da gesucht, bis ich da eben auf den grünen Zweig gekommen bin und dann eben mit dem Marokkaner dann rumgehandelt habe. Das war auch nicht so einfach. Ja, schaut euch das Teil hier an. Mega, super, spitzenmäßiger Vanadinit auf Baryt. So, und solche Stücke, die sind eher ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, man kann die also so hinstellen hier, so senkrecht, oder kann die flach hinlegen, das ist ein bisschen egal. Also da kann man nichts falsch machen hier bei sowas.
Genau, und jetzt haben wir noch diese eine Stufe, die fällt ein bisschen so aus der Reihe, weil das ist hier jetzt in dem Moment keine Barytmatrix, das ist irgendeine andere Matrix. Und das sitzt auch alles voll mit diesen hübschen feuerroten, kirschroten Vanadinit-Kristallen. Also richtig, richtig hochwertig, muss man einfach so sagen. Ja. Also man sieht schon allein an den Stücken, dass die Stufen nicht alle von einer Stelle kommen. Die kommen halt einfach von Mi-Bladen, das ist Oberbegriff. Und Mi-Bladen ist ein großes Gebiet, wo die ihre, ja, ich sage jetzt mal, Mauslöcher haben, wo sie drin rumkriechen und eben diese Vanadinite rausholen. Aber das ist ja auch nur Stufenbergbau, was die dort machen. Das ist ja nichts anderes als Stufenbergbau. Ne? Ja, das war jetzt das letzte größere Stück, das ich euch noch zeigen wollte. Und die anderen habt ihr ja gerade schon alle bewundern können. Ganz besonders gefällt mir auch das hier. Das muss ich jetzt nochmal nehmen, weil die Sonne gerade schön scheint. Wie das glitzert, das ist ja unglaublich. Ich bin immer so fasziniert, wenn die Sachen so schön glitzern und so. Also das ist toll, das Teil hier. Ja, wie gesagt, ich habe es euch ja gerade gezeigt im Video. Die anderen Stücke habt ihr jetzt soweit alle gesehen. Das sind jetzt nur, wohlgemerkt, die größeren Stufen. Ich habe noch eine ganze Reihe von kleineren, auch gute Stufen. Also, wie gesagt, es hat einen Unterschied, ob ich jetzt so ein Teil hier haben will oder was Kleineres. Auch die kleinen sind richtig gut. Also, aber das ist halt eine Frage des Sammlers und jeder hat halt ein bisschen eine andere Vorstellung. Und deswegen rate ich euch, es kommt noch der Teil, eben Vanadinite Teil 2. Und da zeige ich euch auch noch ein paar von denen Zerositen, allerdings ein paar kleinere Stücke. Und ja, Leute, dann schaut weiter Video, guckt fleißig Matrix Minerals TV, achtet auf den Plan, der ja mittlerweile online ist, wann welches Video dann erscheint. Auf der Mineralienliste könnt ihr diesen Plan finden, genauso auch wie die ganzen Seiten, wo die Mineralien eingelistet sind. In diesem Sinne, erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, Kontaktdaten jetzt gleich am Ende des Videos. Und ich melde mich mal ab, bleibt aber dran. Es geht ja im Prinzip gleich weiter mit den kleineren Stücken. Das werde ich auch relativ kurzfristig noch nachholen. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuschauen. Leute, einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis bald im Kanal Matrix Minerals TV.